Ein Trainer kämpft um seinen Job. Noch darf Gerardo Seoane bei Bayer Leverkusen weitermachen. Verliert die Werkself aber auch in der Champions League gegen Porto, muss der Schweizer wohl seine Koffer packen. Uneingeschränkte Rückendeckung genießt er bei den Bossen nicht mehr nach dem 0:4 gegen die Bayern. Wir müssen jetzt, und das sind alle in der Verantwortung, auch kurzfristig Erfolge haben und den vollen Fokus auf Porto legen, auf Dienstag Champions League. Und da zählt erstmal nichts anderes. Am Ende zählen die Tore, zählen die Ergebnisse. In diesem Geschäft sind wir, der Trainer und alle die Verantwortlichen, auch die Mannschaft. Und damit muss man halt umgehen. Wir haben ja mit Gerardo Seoane einen Trainer, der wirklich sehr, sehr gut ist, auch Fähigkeiten hat, die wir auch letztes Jahr gesehen haben, die wir immer noch in ihm sehen. Wir haben ja vor einer, zwei Wochen gesagt, wir vertrauen ihm. Wir wollen auch den Turnaround mit ihm schaffen, aber wir sind nicht blauäugig. Sie können davon ausgehen, dass wir nicht unvorbereitet sind. Möglicherweise hat Bayer also schon einen Nachfolger an der Hand, der schnellstmöglich übernehmen könnte, falls man bei Seoane die Reißleine zieht. Im Stahlwerk Doppelpass wird Fernando Caro, der Vorsitzende der Geschäftsführung, sogar nach Thomas Tuchel gefragt. Dementieren mag er den ehemaligen Chelsea-Coach nicht. Wollen Sie wirklich, dass ich dazu was sage? Absolut. Also Thomas Tuchel ist ein exzellenter Trainer und mehr kann ich dazu nicht sagen. Ja? Also Rudi Völler hat mir erzählt, dass er vor Jahren schon mit Thomas Tuchel in Kontakt war. Ah, okay. Jetzt haben wir doch die Schlagzeilen. Na, siehste. Mehr als ein kokettes Gedankenspiel dürfte der Welttrainer des Jahres 2021 nicht sein, denn Tuchel betreute mit PSG und Chelsea zuletzt zwei Weltclubs aus dem obersten Regal. Leverkusen kann da nicht mithalten. Realistischer dürften Kaliber wie Sebastian Hoeneß, Adi Hütter oder Domenico Tedesco sein. Selbst Joachim Löw würde zum Leverkusener Offensivfußball passen. Noch ist Seoane da, macht sich aber keine Illusionen über seine Zukunft. Wissen Sie, in diesem Business wissen wir, dass jeder Coach Resultate braucht, auch nach einem Unentschieden oder nach einem Sieg. Das nächste Spiel musst du immer wieder versuchen zu gewinnen. Ich glaube, wir haben als Club letzte Woche über dieses Thema medial einiges angeboten. Eine völlig verunsicherte Mannschaft und Platz 17 in der Liga. Gerardo Seoanes Kampf um seinen Job steht unter keinem guten Stern.